Ja, das war der Anfang von Paul-Heinz Dittrichs Stück Cello Einsatz, das beim kommenden musikalischen Online-Salon am 1. März im Mittelpunkt stehen wird. Das ist ein besonderer musikalischer Online-Salon, weil er sozusagen die Fortsetzung aus dem April 2021 ist. Da sind uns noch so viele Fragen offen geblieben, dass wir dachten, wir müssen an dieses Stück nochmal rangehen. Ich habe das genutzt, das ist ein Stück, was mich mehr oder weniger seit 30 Jahren beschäftigt, aber den Versuch zu unternehmen, ist wirklich nochmal ganz neu zu sehen, also diese ganzen Fragen, was ist das überhaupt, was soll das, wie hängt das miteinander zusammen, nochmal wieder neu zu stellen. Zum Glück so die körperliche Erinnerung des Spielens, die bleibt ja, sonst könnte man sowieso überhaupt nicht Cello spielen, aber in anderen Bereichen kann man eben versuchen, sich wieder ein bisschen mehr Distanz zum Stück zu schaffen. Das ändert den Blick auf das Ganze natürlich nicht grundlegend, aber einige Details sind einfach klarer geworden. Soweit würde ich zum Beispiel jetzt sagen, dass das, was ich eben gespielt habe, ganz der Anfang ist, wie so eine kleine Einleitung vorne dran. Und diese Einleitung tut, was Einleitungen oft machen. Sie stellt nämlich das Material vor, was später benutzt wird. Und es gibt drei Hauptkategorien von Material. Das eine ist dieses Motiv, was eigentlich das ganze Stück bestimmt. Also wenn man danach nochmal gezielt sucht, was ich getan habe, findet man es fast überall. Natürlich kann man keinen Preis damit gewinnen, dass man ein so ein Motiv möglichst oft unterbringt, aber es hält doch das Ganze zusammen. Das ist das eine. Es kommt am Anfang nicht direkt vor, es kommt nur in veränderter Form vor, nämlich so, das ist für uns Musiker erstmal so oder so fast das Gleiche. Dann greife ich aber zwar an den Stellen dieser Töne, ich greife aber nicht fest, deswegen klingt das ganz anders. Gut, das ist das eine. Das andere, die nächste Sorte Material ist geräuschhafte Sachen. Auch das kommt hier vorne gleich schon vor. Also überdrücktes Streichen und dieses Bartok Pizzicato. Und dieses alles passiert schon mit dem dritten Kernmaterial eigentlich, nämlich im Prinzip nur dem Ton F. Das ist ein Ton F und dann zum Ende erklingt er auch noch mal klarer. Gut, das sind die drei Hauptmaterialien. Und dann beginnt das Stück, was auch wiederum aus drei Teilen besteht. Und im Prinzip kommt in jedem dieser drei Teile alles vor. Sie lassen sich gut voneinander unterscheiden. Ich spiele mal den Anfang des ersten Teils. Dieser Teil, finde ich, zeichnet sich dadurch auch aus, dass er sehr sprunghaft ist. Sehr sprunghaft und dass Sachen, die entstehen, eigentlich immer wieder irgendwie zerfallen. Entweder zerfallen sie, zerbröseln sie ins Nichts oder sie bauschen sich übertrieben weit auf. Das Motiv und Geräuschhaft muss ich nicht weiter sagen. Der Ton, mit dem ich aufgehört habe, war natürlich nicht zufällig ein F. Gut, das ist der erste Teil. Der zweite Teil. Noch eine Bemerkung vorneweg, so wie für uns Musiker das mehr oder weniger das Gleiche ist, ist auch dieses und umgedreht das Ganze, ist auch das Gleiche. Und
Das kommt im ersten Teil schon vor, bestimmt, aber den zweiten Teil eigentlich, dass das Motiv so rumläuft. Ich spiele den Anfang des zweiten Teils. Mit dem es auch angefangen hat, nur in einer anderen Lage. Zwischendrin kam es auch nochmal vor. Insgesamt ist dieser zweite Teil konzilianter, könnte man sagen. Also es kommen nachher auch richtige Brüche da drin, aber es bildet sich doch so etwas wie ein größerer Bogen, was im ersten Teil in dem Ausmaß nicht geschieht. Gut, und kommen wir zum dritten Teil. Der dritte Teil ist der große Teil dieser dritten Materialebene, wo einerseits gibt es dieses F, dazu kommt dann später noch das H, ein Tritonus, der die Oktave, die Grundlage unserer Musik sozusagen halbiert, und das bestimmt diesen dritten Teil wirklich. Ich spiele den Anfang des dritten Teils. Jo, und so geht es auch weiter mit diesem Insistieren auf der einen Tonhöhe und auch diesem hohen Tempo. Irgendwo steht noch gehetzt als Angabe. Ja, das sind die drei Materialcharakteristika und die drei Teile, die dieses Stück ausmachen. Wie das Ganze sich zusammenfügt und vor allem, was das Ganze mit dem Gedicht von Paul Celan, was Cello-Einsatz heißt und eben nicht nur dem Stück den Namen gegeben hat, sondern Paul-Hans Dittrich hat immer auch noch Zitate aus dem Gedicht in die Noten geschrieben. Wie auch das zusammenhängt, werden wir am 1. März im dritten musikalischen Online-Salon bald erklären. Zu Hilfe kommt uns dabei Christoph Grube, ein ausgewiesener Celan-Experte, der über das Gesicht und seine Einordnung in den Gedichtband noch Atemwende noch mehr sagen kann. Und ich hoffe natürlich auch auf eine rege Beteiligung in der Zoom-Konferenz, weil all die Sachen, die ich übersehen habe, die Herr Grube übersehen hat, freuen wir uns ja, wenn jemand anders sie uns noch sagen kann. Also, am 1. März 19.30 Uhr als Zoom-Konferenz und hier auf YouTube der dritte musikalische Online-Salon um Cello-Einsatz von Paul-Heinz Dittrich.